Streit mit den Fans berechtigt nach einem klassischen Spiel. Beim 4:1 gegen Goslar bei uns jetzt Holger Fosgerau, unser Außenratsprecher. Holger, es gibt noch andere Themen, die die Fans beschäftigen beim VfB Oldenburg, nämlich die Neustrukturierung des Vorstands. Stefan Körner und Jörg Rosenbohm werden ja nicht weiter antreten. Was macht die Suche? Welche Kandidaten gibt es? Wer ist heiß auf dem Posten im Vorstand des VfB Oldenburg? Ja, ich würde sagen, ich muss jetzt hinten in die Tasche greifen, die Liste immer ausholen, dass ich alles aufdrängt. Also zunächst einmal möchte ich Alex gratulieren zu einem tollen Spiel heute gegen Goslar. Und nicht nur das Spiel gegen Goslar, sondern er setzt eigentlich das um, was er uns im Vorfeld gesagt hat. Und im Maschi-Stadion wird wieder Fußball gespielt. Und ich denke, das sollten wir jetzt auch den Olmuren sagen, dass es sich lohnt, ins Maschi-Stadion zu kommen. Unstreitbar. Jetzt komme ich auch gerne zu der Frage zurück. Ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, es schreit keiner hier, nimmt mich. Es gibt aber jede Menge Menschen, die wissen, wie es richtig geht, aber dann nicht bereit sind, auch in die Pflicht zu gehen. Das ist auch ganz normal. Wir haben einige Gespräche geführt, werden die auch weiterführen. Natürlich ist es dafür auch die sportliche Sicht wichtig, dass wir also in der Regionalliga bleiben. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir spätestens Ende Juni dann auch den neuen Vorstand präsentieren können. Schöne Worte. Wir haben noch ein Spiel in Wilhelmshaven. Welches Problem? Gibt's dir bei mir, du passt nicht durchs Tor, weil dein Grenzen zu breit ist? War ein kleiner Spaß am Rande. Ich denke, das wird nochmal ein ganz heißes Derby. Ja, ich habe immer Seitenschneider dabei, also dass der Tor ein bisschen verbreitern kann. Ich bin natürlich froh, dass wir kein Endspiel in Wilhelmshaven in dem Sinne spielen müssen. Es macht Spaß, in Wilhelmshaven Fußball zu spielen. Es ist ein Derby. Ich hoffe, dass viele Oldenburger den Weg nach Wilhelmshaven finden, um dann den Verbleib in der Regionalliga, das Ziel, was wir hatten, im Vorfeld der Saison in der Regionalliga zu bleiben, mit der Mannschaft und mit dem Verein zu feiern und am 25. alle auf nach Wilhelmshaven. Das wird sich lohnen und zur Not machen wir die Doppelflügeltür auf. Danke, Herr Fockner.